Wir sind Fans von Differenzierung und nicht alles über einen Kamm scheren. Und so wie man uns als alberne Mittelstandskinder, die nichts zu erzählen haben und irgendwie noch nie Sorgen in ihrem Leben ausstehen mussten, wahrnehmen kann, so kann man natürlich auch einseitiges Bild von irgendwelchen Gangster-Rappern haben. Moin, ich bin's, König Boris. Mich nennt man Dr. Renz. Moin, ich bin Björn Beton. Und zusammen sind wir Fettes Brot. Die deutschen Spice Girls. Hamburg ist unser Zuhause, ne? Also das färbt natürlich auch den Blick auf die Stadt. Also dass man da so einen liebevollen Blick drauf hat, weil man die Leute kennt, weil man die Ecken kennt, weil man Erlebnisse hatte. Ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, Hamburg ist mein Zuhause und nicht Hamburg ist meine Heimat. Die Heimat ist ja ein sehr vager und schwammiger Begriff, aber mein Zuhause, das kann ich irgendwie definieren. Und dazu gehört diese Stadt. Hamburg ist irgendwie eine Stadt durch den Hafen, wo es nicht nur darum geht, nach Hause zu kommen, sondern auch irgendwie aufzubrechen, woanders hin. Also Hamburg ist Heimat. Wie und fern wie gleichzeitig. Wir waren sehr viel in Hamburg, allerdings so eine gewisse dörfliche Struktur haben wir auch mitbekommen. Das ist tatsächlich auch lustig, finde ich, dass wir aus benachbarten Gemeinden kommen. Ne? Pinneberg, Halstenbek und Schenefeld. Das heißt, wir sind quasi eine Band der Vorstadt entlang einer S-Bahn-Strecke. Das war eine unglaubliche Anziehungskraft, irgendwie Leute zu finden, die auch Rapmusik mochten. Man hat sich auch sofort erkannt an der Mode, an der Art und Weise, wie man sich gekleidet hat, wusste man sofort, jeder, der eine Baseballkappe getragen hat, war quasi schon ein Hip-Hopper. Und es ging nicht nur um Musik, es ging auch um Tanzen, es ging um Graffiti, es war wirklich so eine komplette Kultur. Hat auf jeden Fall auch zur Identitätsstiftung maßgeblich beigetragen. Oder man brauchte halt auch ein paar Verbündete beim Geheimbund Rapmusik. Ich glaube, was uns verbunden hat, ist der Humor und eine gewisse politische Dimension auch. Ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern. Wir gespielt haben da die absoluten Beginner. Während der Show hat DJ Matt mit einer Motorsäge so ein Hakenkreuzfahne durchgesägt. Ich stand da unten und habe gedacht, ey, das ist Hip-Hop also auch, ne? Geil, das will ich auch machen. Es gab jetzt keine große Agenda, das müssen wir der Welt irgendwie jetzt erzählen. Das war so, lass mal ein Lied gegen Rassismus machen. Ja klar, ja. Schwarzbrot, Weißbrot, scheiß auf den Farbcode. Lass mal ein Lied über das Bier trinken machen. Gebong. Es fühlte sich auch danach an, dass wir quasi so einen Hamburger Lifestyle irgendwie exportieren. Auf Plattdeutsch in der Schweiz zu rappen. Und man wusste eigentlich so ganz genau, wisst ihr doch nicht, was wir jetzt erzählen, oder? Als wir angefangen haben, die Band zu gründen, gab es im Grunde genommen zwei Eckpunkte, an denen man sich vielleicht orientieren konnte. Das war einmal irgendwie die Fanta 4, die gerade HSC-Werbung mit Dida gemacht hatten. Und auf der anderen Seite gab es irgendwie Advanced Chemistry mit Fremd im eigenen Land. Den haben wir, glaube ich, auf dem Weg zum Fanta 4-Konzert laut im Auto gehört. Also sozusagen am gleichen Abend einmal die politische Dimension von Hip-Hop auf Deutsch nochmal eingesogen, weil es natürlich auch thematisch darum ging, dass Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen quasi in Deutschland gemeinsam dieses Land prägen. Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land, kein Ausländer und doch ein Fremder. In der Zeit, als Agro Berlin groß wurde, nach der 2000er Wende ungefähr, ich habe das nicht damals so empfunden, oh, jetzt kommen aber die Ghetto-Kids aus ihren Löchern und schimpfen ganz doll. Das war keine Überraschung oder sowas. Ich habe Raps wie diese auch vorher schon gehört. Die kamen vielleicht nicht aus Berlin, die kamen halt aus anderen Richtungen. Wir waren ja dann der Lieblingsfeind von Kool Savas am Anfang. Also der hat uns ja direkt gedisst auch. Natürlich ist es schon so diese Mittelstandsherkunft, die uns quasi angekreidet wird. Und es gibt natürlich einen gewissen Geniekult um den Poeten aus der Gosse, der irgendwie mit dem Stift im Mund geboren wurde. Und genauso hat uns natürlich auch Kool Savas bei aller Ablehnung, die wir gespürt haben, trotzdem auch amüsiert. Ne? Ich krümel deine Crew wie Kekse oder roll über Hip-Hop wie ein Bus. Motherfucker say what? Man konnte uns witzig finden, den mit dem man gerne mal ein Bier trinken, genau. Aber so die harten Kerle, zu denen man auch werden will, das waren wir nicht. Es fehlte einfach was in Deutschland. Wir waren es war nicht komplett abgebildet. Ich glaube, Rapmusik ist mittlerweile in Deutschland wahrscheinlich die einzige Musikrichtung, die diese vielen unterschiedlichen Lebensentwürfen und Hintergründe und sozialen Background widerspiegelt. Und das finde ich ist das Wichtigste. Sich einfach selbst ermächtigen und sagen, ich mache das jetzt. Das gehört mir genauso wie allen anderen auch. Etwas, was wir uns, als wir angefangen haben, immer gewünscht haben. Das ist ein Ausdruck, ist für jeden und von seinem Leben erzählt.
Hi, wir nochmal. Wir würden jetzt gerne ein Stück Kuchen essen. Das dürfen wir aber nur, wenn ihr jetzt sofort abonniert. Und zwar den Channel von Germania und schaut euch die nächste Folge an. Ah, danke.